Ich bin wieder mal am Umziehen und dachte mir, in diesem Video zeige ich euch, wie man solche hässlichen Bohrlöcher an der Wand so zuspachteln kann, dass sie nicht mehr auffallen, dass sie wirklich unsichtbar sind und dass der Vermieter bei der Wohnungsübergabe da auch zufrieden ist. Alles, was ihr dazu erstmal braucht, ist diese weiße Spachtelmasse. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich verlinke euch natürlich auch wieder alle Produkte. Die kostet gerade mal, ich glaube, 6 Euro und die ist einfach wirklich mega. So, jetzt geht's auch schon los. Wie gesagt, das ist alles nicht teuer. Also diese Paste kostet ungefähr 6 Euro. Den Spachtel, den ich verwende, verlinke ich euch auch. Der kostet 1,30 Euro. Und jetzt beginnen wir damit, dass wir erstmal die Wand säubern und trocknen und dann die Spachtelmasse direkt aus der Tube in die Löcher reindrücken. Und dann mit dem Spachtel einfach drüber gehen und das Ganze glatt streichen. Also wie gesagt, das ist super einfach, das geht super schnell. Und dann kann das Ganze trocknen. Jetzt sieht man hier so ein bisschen, ich habe die Belichtung runtergedreht, dass man noch so ein bisschen diese Löcher sieht. Das waren bei mir auch wirklich große Dübel, die da drin waren. Dann geht man einfach nochmal drüber. Das ist gar kein Problem. Und man geht jetzt einfach so lange, fährt man damit fort, bis man das Loch gut zugekleistert hat, dass man es nicht mehr sieht. Und dann muss es nur noch trocknen. Und ich weiße es dann nochmal. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt ist das Ganze erstmal getrocknet. Das ist jetzt am nächsten Tag. Wie man sieht, hier waren vorher die Löcher. Das fällt nicht mehr auf. Also ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr euch sowas anguckt, wenn man weiß, dass man da was ausgebessert hat, dann guckt man die Wand mit einem anderen Blick an, dann sieht man das auch. Aber für jemanden, der nicht weiß, dass da vorher so ein hässliches Regal gehangen hat mit so hässlichen Löchern, der sieht das jetzt nicht mehr. Man sieht es noch ganz leicht an den Farbunebenheiten. Und das bessere ich jetzt, wie gesagt, mit dem Weißen nochmal aus. Und dazu nehme ich jetzt diese Farbe. Die habe ich auch bei Amazon gekauft für 4,40 Euro, glaube ich. Also wenn ihr wirklich meinen Tipp befolgt, dann wird das auch funktionieren. Und das ist super günstig für ungefähr 10 Euro. Und jetzt folgt der letzte Schritt. Man kann auch diese Farbe einfach aus der Tube drücken. Darf vorsichtig sein, ansonsten läuft es runter oder tropft. Und dann einfach gleich mit dem Pinsel, mit den Borsten, die auf der Tube sind, verreiben. Dann wird das Ganze nochmal eben geweißt. Das passt sich der Farbe von der Wand an. Ich habe hier auch eine unverputzte Wand. Das ist einfach eben ganz normal eine Wand ohne Tapete, Verkleidung oder irgendwas in die Richtung. Und danach sieht man es nicht mehr. Danach ist alles wieder gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Probiert es gerne aus und es werden noch weitere Videos folgen zur Renovierung oder Aufhübschen der Wohnung zur Wohnungsübergabe.